So, ahoi meine lieben Sütkas hier, herzlich willkommen zur nächsten Folge Transport Fever 2. Wir haben die Mission in der Schweiz. So, und der Wink mit dem Zaunfall war ja schon, wir sollen unsere Gleise verbessern und Strommasten bauen. Das ist jetzt natürlich eine richtige Kackaufgabe hier. Weil wir jetzt natürlich hier richtig viel klicken müssen, jedes Mal. Nein, nicht wieder wegmachen. Oh, das ist natürlich Mist, dass sie das immer noch so drin gelassen haben. Wenn du nochmal klickst, dann wird es wieder ausgebaut. Und da hast du jetzt hier natürlich richtig schön mit zu tun. So, ja, dann müssen wir halt einmal hier unser Netz, unserem Netz hier folgen, ne? Hallo, brauchst du? Ja, danke. So, dann gehen wir erstmal hier hoch. Jawohl, jawohl. Hier haben wir noch nicht. Was wird denn hier gemacht? Was ist denn das für eine Fabrik hier? Na, kriegen wir später noch raus. So, hier. Warum wird das hier nicht angezeigt? Aber hier scheint auch schon Kabel zu liegen. So, dann machen wir hier weiter. Jawohl, das Dreieck haben wir. Hier ist auch unser Depot, sehe ich gerade. Nein, jetzt habe ich wieder einen weggenommen. So, ja, sehr gut. So, gehen wir erstmal hier in die Richtung weiter. Hier läuft. So, dann haben wir hier zack, 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 zack. Und die beiden Weichen noch hier. So, jawohl. Dann hier den ganzen Spaß nochmal. So. So, dann hier entlang. Bis hierhin haben wir. Hier müssen wir noch. So, auch alles blau. Was? Bau nicht möglich? Warum das denn nicht? Da ist schon, aber hier ist noch nicht. Aha. Nicht möglich, weil das schon ist. So, jetzt haben wir hier auch alles elektrifiziert. Warum das hier nicht? Hä? Was soll denn der Scheiß? Okay, jetzt geht's. So, jetzt haben wir hier auch alles, ja. Passagiere läuft schon mal gut. Erreichbarkeitswert ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wir schaffen das gar nicht rechtzeitig, hier überall Strommasten hinzubauen. Bis wir den Teil der Mission schon erledigt haben wahrscheinlich. So. Dann in diese Richtung weiter. Hier ist schon. So. Dann hier hin weiter. Dim, di, dim, di, dim, dim, dim. So. So, das Problem wird bloß werden, wenn wir jetzt irgendwo doch eine Stelle vergessen haben und dann den Zug austauschen, dann kriegen wir ein Problem.
So, dann haben wir hier auch alles. So, ich versuche einfach hier meinem Streckennetz immer zu folgen, indem ich hier einfach quasi immer im Kreis weiter mit den Gleisen mitgehe. So, jetzt geht's nämlich hier in die Richtung weiter. Und alles, was uns rot angezeigt wird, hier überschreibe quasi. So. Dunkle Wolken ziehen auf. Die Stimmung unter den Nachbarländern wird zusehends feindseliger. Der Bundesrat hat beschlossen, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Ja. Er benötigt deine Hilfe, damit die Schweiz ihre Neutralität im Kriegsfall verteidigen kann. Es gilt, alle Vorkehrungen für den Ausnahmezustand zu treffen. Die Milizarmee soll mobilisiert und die Vorratsspeicher müssen gefüllt werden. Es ist ratsam, Reserven anzulegen, damit das Land einer Belagerung durch feindliche Mächte möglichst lange standhalten könnte. Gleichzeitig geht das Leben weiter und alltägliche Bedürfnisse wollen gedeckt werden. Ja, das machen wir gleich, machen wir gleich, machen wir gleich. So, erstmal bauen wir jetzt hier am Netz weiter. Da haben wir jetzt, während er gequatscht hat hier, der Tunnel war ja schon fertig. So. Hier. Ach so, hier durch den Tunnel ist es natürlich nur eingleisig gebaut worden. Mit einer Ausweiche. Hier. So, dann hier, 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 hier. Dann geht's hier nochmal ab. So. Okay. Oh. Naja, kann ja jetzt nicht mehr viel sein. Ich glaube, wir haben es dann gleich auch geschafft. So. So, das müsste dann alles gewesen sein, oder? Sieht noch irgendwer wo einen roten Fleck? Habe ich irgendwas da? So. Blau, blau, blau. Hier ist alles blau. Das wird dann wieder rot, wenn ich hier mit der Maus rübergehe. Also da muss ich auch drauf aufpassen, dass ich mir jetzt hier nicht irgendwo was Rotes sehe, was nur durch den Mauszeiger ausgelöst wird. Palim, palim. Palim, palim. Palim, palim. Warum steht denn jeder so komisch da? Wie sehe ich? So, wie sieht's aus? Da waren wir, hier... Ich würde sagen, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich hoffe, ich habe alles erwischt. So, warte mal, wir speichern das jetzt einmal kurz. Jupp. Und dann nutzen wir mal die Gelegenheit und tauschen mal noch unsere Loks aus, unsere Züge. Dazu müssen wir natürlich auch mal gucken hier. Wie lang sind denn so unsere Bahnhöfe? Sehe ich das hier irgendwo? Nee. Ähm,
Zeigt ihn mal her. So, der ist so voll beladen, fährt 80 km/h. Die Frage ist, haben wir denn auch einen... Wir haben nur einen Güterwagen, der nur 80 fährt. Das heißt, das hilft uns gar nicht so viel weiter. Das heißt, solange die Güterwagen hier auf den Strecken mit rumfahren, brauche ich gar nicht versuchen, schneller zu sein. Na super. Und ich baue hier überall... Naja, egal. So, los kommen. Wir sollen Städte versorgen. Erreiche eine Versorgung mit Lebensmitteln von 25% in mindestens 2 Städten und fülle die Vorratsspeicher Nord und Süd mit einer Summe von 100 Getreide auf. So. Wo ist denn der Vorratsspeicher Nord? Getreidelager Nord. So, hier habe ich einen Zug, der hier... Nee, warte mal, wo war denn das Getreide? Hier wird Getreide hergestellt. Das heißt, wir sollten einen Zug machen, der von hier nach da Getreide fährt. Und? Wie sieht denn das hier überhaupt aus mit dem Getreide? 38. Das sieht eigentlich richtig gut aus. Vielleicht sollten wir das jetzt hier mal teilen. Dass wir also sagen, oh, ich hasse das, in so eine bestehende Bahn hier was einzubauen. So, warte mal, hier war doch irgendwo mein Zug. Wo bist du? Nee. Getreide Nord. Zeig mal her. Du bist gerade dahin. So, das heißt, dann wirst du Getreide Nord. Getreide Nord. Getreide Nord. 1. So, und du bist gerade von 1 nach 2 unterwegs. Das heißt, den hier, wie kann ich den jetzt rauslöschen? Hä? Nee, Getreide Nord? Hier war doch, wo ist denn das X hier hin? Aha. So. Und den bitte auch weg. So, jetzt fährst du bloß noch hier hin und her. Dann haben wir also eine neue Linie. Du sollst bitte Getreide von hier holen und bringst es dann auch dorthin, ja? Jawohl. So, Getreide Nord 2. So, dann kaufen wir einen Zug mit 7 Getreideanhängern. 4, 7. So, und jetzt die Frage, die können eh nur 80 fahren. Tut's dann auch diese Lok, aber die ist da bloß mittelmäßig. Die wäre gut, ne? Ja. So, was haben wir hier noch Schönes? 2300 kW, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu doll. 1650. 1.000.000. Oh, fuck, wir können die Elektroloks gar nicht richtig nutzen. Oder wir nehmen den hier, weil der nur mittelmäßig ist. Wie lange brauchen der? Ach so, halt hinzufügen. Der braucht 80 km/h und schafft das in 73 Sekunden. Oder 1000 Meter. Und wenn ich die nehme, 53 Sekunden oder 7, also das ist schon ein Unterschied. Wir nehmen die Lok. Und zack. Und dann fährst du bitte Getreide Nord 2. So, damit haben wir jetzt hier schon mal aus 2 Quellen wird Getreide hingeschafft. Schon liegt auch wieder ganz viel da. Hier kommt doch unser Zug. Wohin fährst du gerade? Du fährst zur Lebensmittelfabrik. Moment. Das ist falsch. Du fährst bitte zuerst. Wie kann ich denn dich jetzt weiterstellen? Muss ich dich hier erst rauffahren lassen oder was?
Ach, das ist doch Mist. Aber hier kann ich dich jetzt nicht wenden lassen. Dann fährst du nämlich voll falsch. Ja, dann musst du da doch erst einmal hinfahren. Okay. So, da müssen wir jetzt Getreide wegholen. Einmal hier zum Getreidelager. Und dann nehmen wir noch eine Stadt hier im Norden, die Getreide braucht. Und welche könnte das sein? Zürich könnte Getreide brauchen. Da könnten wir das sogar über Einzug machen. Dann fährt ihr hier lang, lädt die Hälfte in Zürich aus und den Rest in Luzern. Das könnte doch funktionieren. Das heißt, wir brauchen neue Linie. Bitte fahr das... Moment, wo war das? Obwohl, der kann auch in St. Gallen. Vielleicht ist hier rum schneller nach Luzern. Dann bitte fahr dahin, hol Getreide. Fahr dorthin, liefer Getreide. Fahr dorthin, liefer Getreide. Nicht Getreide, sondern Brot. Brot Nord. So, dann brauchen wir wieder einen neuen Zug. Brot können wir mit diesem Wagen, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann nehmen wir diese Lok dazu und auf geht's. Und dann kommst du auf den Brot Nord. So, dann haben wir eine Stadt und einen Vorratsspeicher. Und jetzt bauen wir das gleiche nochmal im Süden. Das bedeutet, Getreide Süd. Warte mal, mal Pause. Wo bist du gerade? Du befindest dich auf dem Weg zur Fabrik. So, dann bist du hier. Das kann ich wieder hier nicht ändern. Nee, fuck. So, Süd 1. Und dann fährst du, dann fliegt der hier raus und der hier raus. So, und dann fährst du hier bloß noch hin und her und bringst Getreide. Dann brauchen wir eine neue Linie. Du fährst dann hier hinten hin und hier hin. Getreide Süd 2. So, dann habe ich hier auch ein Depot gesehen. Jawohl, Fahrzeug kaufen. Einen davon und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und du fährst dann Getreide Süd 2. So, und dann haben wir den Vorratsspeicher Süd. Das ist dieser hier. Und da haben wir auch gleich eine Stadt mit bei. Warte mal. Lass mich mal kurz gucken hier. Die Stadt braucht doch... Halt, ich soll da Getreide liefern. Ah, Moment. Das ist der Fehler. Moment, nochmal kurz zurück. Ich muss Brot an die Städte und das ist ja kein Brotlager, sondern ein Getreidelager. Ich muss da Getreide hinliefern. Das bedeutet, Moment, Brot Nord, wo bist du? Brot Nord, Brot Nord, Brot Nord. Da. Obwohl du kannst Luzern und St. Gallen mit Brot versorgen, das ist ja durchaus in Ordnung, aber ich brauche dann noch eine neue Linie. Und zwar von hier nach hier. Getreidelager Nord. So. Und da nehmen wir... Da müssen wir bloß einmal 100 Stück hinliefern. Da können wir dann auch diese Lok nehmen. Die ist nämlich billiger als diese. Zack. Und 1, 2, 3, 4. Solange wir noch gut sind, oder? Können wir auch ein weniger nehmen, recht hoch hin. Kaufen. Und du fährst bitte zum Getreidelager Nord. So. Zack. So, jetzt können wir nochmal weitermachen in Süd.
So, was hatte ich jetzt gesagt? Hier hatte ich zeig mir her, Getreide Süd 1, da haben wir ein Fahrzeug, Getreide Süd 2 haben wir ein Fahrzeug. So, dann haben wir hier das Getreidelager Süd, da müssen wir also auch Getreide hinbringen. Und das bringen wir dann auch von Locarno, hätte ich gesagt. Also, neue Linie, bitte fahr dorthin, dann fährst du dorthin. Getreidelager Süd. So, da kommt jetzt einmal das Ding und 1, 2, 3, 4, 5, jawohl, 4 haben wir gesagt, 4 reichen hin. Kaufen. Du fährst dann zum Getreidelager Süd. So, und dann müssen wir noch das Brot, das hier hergestellt wird, verteilen. Zum Beispiel an Locarno und Bellizona. Neue Linie von hier nach da, nach da. Und zwar Brot Süd. Und da nehmen wir dann wieder einmal diesen hier. Sieben waren das immer, ja, ja. Und du gehst dann auf die Linie Brot Süd. So, dann müssten wir jetzt alles gebaut haben. Und dann schauen wir kurz, ob das funktioniert. So, lassen wir hier erstmal die Züge alle rauskommen aus dem Depot. So, wie ist denn das? Der muss jetzt, der ist jetzt weg. Was warst du hier? Du bringst Getreide Süd 2, Getreide Süd 1. So, du fährst Getreidelager an. Okay, und du bringst das Brot weg, ne? Da liegt auch schon Brot, das passt ja ganz gut. So, jetzt nutzt du auch den richtigen Bahnsteig. Jawohl, alles gut. Hä, wohin schicke ich dich denn jetzt, Brot Süd? Ach so, hier, Cosmo nimmt ja kein Brot an, deswegen schicke ich dich da nicht hin. Alles klar. So, das sieht doch erstmal so aus, als wenn es doch ein Stück weit funktioniert, was ich mir hier ausgedacht habe. Gucken wir hier mal, wie sieht das hier aus? Der hat Getreide geladen. Der hat Getreide geladen, hier liegt ja auch jede Menge Zeugs rum. Und der bringt jetzt, machen wir langsam hier, der hat auch die ersten Brote dahin gebracht. Sehr schön. So, dann wechselt er hier wieder das Gleis. Vorratsspeicher füllen, jawohl, passt. Hier stautet sich jetzt gerade ein bisschen, weil die jetzt Getreide bringen hier alle Mann. So, jetzt fährt der weiter. Dann kann der hier nachrücken. Jetzt kommt hier noch unser Personenzug. Der muss jetzt auch einen Moment warten. So, jetzt können die hier weiterfahren. Der bringt jetzt auch Getreide hier zum Lager. Sehr schön. Ja, das sieht ganz gut aus. Also, und Städte versorgen. Erreiche die Versorgung mit Lebensmitteln 25% von mindestens 2 Städten. Das geht ja jetzt erst so richtig los. Warte mal, du bist hier ein Getreidezug? Wo ist denn unser Brotzug? Aber jetzt liegen hier auch jede Menge Brote schon rum, 25 Stück. Also sieht ganz gut aus. Ich glaube, das schaffen wir dann aber in der nächsten Folge. Für den Moment bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und
Ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, ahoi und ciao, ciao.